Servus, hallo und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Hansa-Heimspiel gegen Alemannia Aachen. Endstand 2:1 für die Gäste. Der Gästetrainer Hanna Backhaus hat das erste Wort. Ihre Einschätzung bitte. Ist alles an, kann losgehen. Okay. Ja, meine Stimme ist weg. Entschuldige dafür, aber in dem Stadion hat es einfach für uns richtig Spaß gemacht. Es ist ein Privileg, solche Spiele coachen zu dürfen, für die Jungs spielen zu dürfen als Aufsteiger aus der Regionalliga. Das sind die Spiele, auf die man sich freut, die man immer so als Motiv und Leitbild nimmt in wichtigen Regionalligaspielen mit der Zielstellung, mal gegen solche Gegner zu spielen. Und dann kommst du her, spielst 15 Minuten richtig gut, machst in die Phase auch mit der ersten Chance mal ein Tor, was uns noch nicht so oft gelungen ist dieses Jahr. Und merken dann, wie Hansa stabiler wird, besser wird, sehr viele Ballstaffetten hat im Zentrum, wie sie da einfach auch Übergewicht bekamen. Nichtsdestotrotz standen wir stabil, haben dann die Riesenchance zum 2-0 durch einen Fernschuss von Toni Heinz an Pfosten und bekommen dann mit der ersten und zweiten Aktion danach dann mit einem super rausgespielten Ball auf die ballferne Seite, Flanke, ballentfernte Spitze, überragender Abschluss, 1-1, fair zu dem Zeitpunkt, denke ich, vom Spielverlauf her. Und in der zweiten Halbzeit wussten wir, dass Hansa natürlich mit brachialer Gewalt auf das 2-1 drücken wird. Das war auch so. Dann spätestens mit den Wechseln von Rostock kam richtig Qualität nochmal rein und richtig Zug rein. Und wir haben dagegen gehalten mit unseren Waffen, haben dann mit Patrick Kohr, Tilo Töpken zwei wuchtige Spieler gebracht, die das Spiel extrem stabilisiert haben bei Standardsituationen und haben dann in unserer Art und Weise das Spiel am Ende gewonnen. Mit einem Standard, der schon öfter funktioniert wurde, von der ballentfernten Seite eingerückter Spieler. Und haben uns heute mal belohnt für wirklich einen Aufwand. Aber das Spiel mit Ball heute war ab der 15-20 Minute war schlecht. Da haben wir schon viel besser gespielt. Und trotzdem geht es in dieser Liga immer nur ums Gewinnen. Und das haben wir heute ganz, ganz toll getan in so einer engen Liga, wo jeder jeden schlagen kann und wo die Tabelle mit 6 Punkten nach oben und unten ausschlagen kann, dass du über oder unten Strich bist. Und deswegen war das sehr, sehr wichtig für uns, gerade bei so einer weiten Fahrt, dass du mit einem guten Gefühl jetzt die 10 Stunden mit dem Bus nach Hause fährst und einfach dann nicht mehr ganz unter Druck stehst jetzt beim Heimspiel gegen Unterhaching. Bernd, dir und deiner Mannschaft alles Gute. Ich denke, die Stimmung im Stadion hier ist das Nonplusultra in der Liga. Ich bin Aachen-Trainer, da ist schon die Stimmung am Peak. Aber was hier von 3 Seiten kommt, das habe ich selten erlebt. Und da möchte ich euch für loben. Und ihr habt eine sehr gute Mannschaft, die viele Neuzugänge hat. Da braucht man vielleicht noch ein bisschen Zeit, aber da ist schon richtig, richtig Qualität da. Vielen Dank. Vielen Dank. Bernd, deine Einschätzung bitte. Ja, erstmal hallo zusammen und Glückwunsch zum Sieg, Heiner. Und ich sehe es ähnlich, die ersten 20 Minuten war ich heute überhaupt nicht zufrieden. Wir waren beeindruckt vom Gegner, der uns ja richtig aggressiv angegangen hat, vorne gepresst hat. Ich habe die Mannschaft vorher gewarnt, dass das nicht einfach wird, dass der Gegner Wucht hat und Herz hat. Und so ist es auch gekommen, haben dann das Gegentor bekommen und können dann froh sein, dass der Lattenschuss nicht reingegangen ist. Ja, und dann haben wir eigentlich das gemacht, was wir von Anfang an machen wollten. Wir waren aggressiv, wir waren besser in den Zweikämpfen. Wir haben uns dann ins Spiel reingebissen, haben dann auch, denke ich, ein schönes Tor gemacht zum Ausgleich und haben dann die zweite Halbzeit, denke ich, auch das Spiel dominiert, hatten 3 gute Chancen von Siggi. Und wie es halt immer so ist, ich habe es im Vorfeld schon gesagt, du kriegst gegen Aachen nicht viele Chancen, sie verteidigen sehr gut, gerade in der Luft, ja, sind sie unheimlich wuchtig und ja, haben sich in alles reingeschmissen und ja, haben dann noch einen überragenden Standard geschossen, der war auch schwer zu verteidigen, dafür sind sie auch bekannt, auch mit den Einwürfen sind sie immer gefährlich und dann ist es halt immer, wie so ist im Fußball, wenn man seine Chancen nicht macht, dann fängst du irgendwann mal zum Schluss, ist natürlich bitter, weil wir viel investiert haben und deswegen bin ich heute enttäuscht, dass wir die 3 Punkte hier nicht bei uns lassen konnten. Heiner, dir euch wünsche ich noch eine gute Heimfahrt. Danke. Vielen Dank, Bernd. Weiter geht's mit euren Fragen. Tom Ebastian von der Ostsee-Zeitung. Ja, hallo Trainer. Jetzt ist es wieder eine englische Woche. Hilft das in dem Fall vielleicht umso mehr, weil jetzt verliert man so, wie man eigentlich vor 2 Wochen gewonnen hat, durch ein spätes Tor, durch eine Standardsituation und ja, man kann halt gar nicht lange sich damit beschäftigen, weil Saarbrücken gleich ansteht. Ja, das mag ganz gut sein, aber heute sind wir erstmal enttäuscht, weil wir halt viel Aufwand betrieben haben. Ja, die ersten 20 Minuten, wie gesagt, waren überhaupt nicht gut, da war ich gar nicht zufrieden. Ansonsten haben wir versucht, gegen einen guten Gegner, der sehr, sehr gut verteidigt, der wenig Gegentore kriegt, geduldig zu sein und die Chancen rauszuspielen. Und ja,
ich denke auch, jetzt müssen wir heute mal regenerieren und dann bin ich auch froh, dass wir Dienstag wieder spielen können. Sie haben es ja schon erklärt und Sie hatten es ja auch im Vorfeld auch in der PK angesprochen, wie Sie den Gegner erwarten und wie Sie es angehen wollen. Haben Sie schon eine Erklärung, warum es eben nicht so geklappt hat in der Anfangsphase? War die Mannschaft, rattert vielleicht schon der Kopf, weil das war jetzt eine Chance, wieder eine Serie vielleicht mal zu starten, was die Hoffnung ist und das hat jetzt leider wieder nicht geklappt? Ja, ich muss da nochmal reden. In der Halbzeit wurde es ein bisschen lauter. Da habe ich dann das eine oder andere Mal angesprochen, weil so kann man nicht anfangen, zu Hause nicht, vor unseren tollen Fans, vor dem Publikum. Da muss man anders rauskommen und ja, das war nicht gut. Also da war ich überhaupt nicht zufrieden, aber danach haben wir dann eine gute Reaktion gezeigt und alles reingeworfen, zum Schluss auch versucht, das Spiel zu gewinnen, aber ja, haben dann leider durch die gute Standard, die einfach auch sensationell gut geschossen war, muss man auch ehrlich zugeben, das Spiel verloren, deswegen haben wir heute keine Punkte. Das war jetzt nicht spielentscheidend, aber vielleicht ein bisschen überraschend. Sie haben Marco dann nachher in der Innenverteidigung spielen lassen, nachdem Sie den Doppelwechsel gemacht haben. Können Sie es vielleicht erklären, welche Idee dahinter steckte? Ja, ich wollte ein bisschen offensiver dann noch spielen. Ich wollte das Spiel unbedingt gewinnen, habe dann noch Nisse gebracht, also Fröhlich. Auf der Achterposition, auf der Doppelacht, habe ich dann einen Defensiven geopfert und habe dann den Nisse noch ins Mittelfeld gebracht, dass wir noch offensiver sind. Dann hatten wir mit Lebeu, Nisse, mit Naderi und mit Sigi waren wir dann schon sehr offensiv, weil wir unbedingt gewinnen wollen. Das war eigentlich der Grund. Ansonsten gab es keinen Grund. Letzte Frage von mir. Jetzt hat der Herr Backhaus die Mannschaft auch gelobt. Das haben Sie jetzt auch schon zum wiederholten Mal gehört, dass da eine gute Mannschaft als Gegner auf dem Platz stand, dass da individuelle Qualität ist und die Mannschaft vielleicht auch ein bisschen Zeit noch braucht. Wie sehr tut das vielleicht auch weh, wenn man das immer wieder hört und dann fehlen irgendwie doch die Punkte. Und der Trainer hat auch gesagt, es zählt das Ergebnis, das wissen Sie auch. Ja, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, das ist klar. Also man merkt halt, dass Aachen schon länger zusammen ist. Sie sind stabil, sie sind einfach die Abläufe so, wie sie halt auch auftreten, da ist was gewachsen. Ja. Und das könnte für uns eigentlich ein gutes Vorbild sein, dass es auch irgendwann mal so zusammenwächst. Es ist schon besser geworden, keine Frage. Ja, aber wir müssen da uns auch noch weiterentwickeln und wir haben das Spiel heute verloren. Es geht im Fußball um Ergebnis. Ja. Ob wir es jetzt verdient verloren haben, weiß ich nicht. Ich glaube, die eine oder andere Entscheidung war ja heute auch wieder nicht gerade auf unserer Seite. Wenn ich an die Elfmeter denke, jetzt gerade die erste Halbzeit, wo der Torwart ausrutscht und seinen Spieler wegmacht. Also wir hatten, glaube ich, 2-3 Elfmetersituationen heute, wo man mindestens einen geben können. Aber wie gesagt, das darf keine Entschuldigung für die ersten 20 Minuten sein. Und wir müssen weiter hart arbeiten. Gibt es weitere Fragen? Das ist nicht der Fall. Dann bedanke ich mich für die Statements. Ja, natürlich beim Gästetrainer für das Kompliment an den Support können wir uns nur anschließen. Vielen Dank an 25.000 Zuschauer, die heute im Ostseestadion waren. Euch eine gute Heimfahrt, alles Gute noch für die Saison und ansonsten ja ein halbwegs angenehmes Wochenende noch. Vielen Dank.